Hallo, liebe Modellpiloten. Ich möchte euch heute den Ultra Flip 3D von Hype, jetzt im Vertrieb von Robbe, vorstellen. Der Ultra Flip hat eine Spannweite von 1,20 Meter und sehr viel Flächentiefe. Somit haben wir einen großen Flächeninhalt. Das Höhenleitwerk ist auch sehr groß, ist fast die halbe Spannweite. Wir haben auch einen sehr hohen Rumpf, der ist auch 1,20 Meter lang. Dann haben wir die Winglets an der Seite. Das ergibt natürlich für Rollen- und Messerflug eine schöne große Seitenfläche, sodass wir auch da Auftrieb haben. Wir haben einen starken 4S-Antrieb. Der Propeller ist ein 13 x 4 Zoll. Die 4 Zoll Steigung sind, glaube ich, für 3D genau richtig. Die Motorzugachse verläuft durch den Flügel. Dadurch haben wir bei Lastwechsel sehr wenig Momente um die Querachse. Deswegen brauchen wir auch sehr wenig Motorsturz und Seitenzug. Durch diese Konstruktionsmaßnahmen sind die Flugeigenschaften und die 3D-Eigenschaften hervorragend, trotz der 1,7 Kilo Abfluggewicht. Das Leitwerk wird gesteckt und mit zwei Schrauben befestigt. Das ist schon alles. Das Modell hat leider nur eine einzige Öffnung auf der Rumpfunterseite. Da muss man natürlich jetzt den Empfänger hinein platzieren und der Antriebsakku wird senkrecht gesteckt. Man kann ihn noch ein bisschen festklemmen. Und er wird von diesem Deckel gut gehalten. Dann stimmt auch der Schwerpunkt. Für den Anschluss des Flächenservos ist ein langes Verlängerungskabel vorgesehen, was man durch den Rumpf fummeln soll und dann hier vorne in den Empfänger einstecken sollte. Das ist nicht so schön, das kann man auch anders machen. Man macht hier auch am Empfänger ein Verlängerungskabel, an dem man das anschließen kann. Der Flügel ist hohl aufgebaut, man kann hier eine Öffnung machen und dann lässt sich das Kabel mit dem Anschlussstecker bei der Montage hineinstecken. Für die Flügelsteckung kann man also mit dem Verlängerungskabel hier, wie das üblich ist, zusammenstecken. Dann schiebt man das hier ein bisschen rein. Hier schön in den hohlen Flügel. Und fertig ist die Laube. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir mit dem Modell ausflippen können. Yeah.
Link vom Heiligen, links der Link vom Robben. So, Weihnachtszeit, guck mal hier, wir haben einen, weil die 72 und 11 Uhr, da bleibt man immer noch jung. Erstmal frisch dabei, Weihnachtsbierbrot, die Körpergabe, und schon geht's ab, das zeigt sich so wieder aus. Irgendeine Scheibeweise, und die Power liegt dran, noch eine Elektro-Vorschreiben, und natürlich das Ende des Nördlichen sind die Bäume, da war der Hüftgefühl. Und die andere Seite das Tor, da haben wir unsere Gelenke zur Verfügung stehen zum Fliegen. Und in der Tiefe, also im Grunde genommen kann man sagen, dass Areal, was hier zur Fußball benutzt wird, das ist auch unsere Flugfläche. Und deswegen können wir das ja auch der Fluglehrer, weil es auch die Erfüllung. Und so, das ist ein Fußball, was wir am Himmel sehen, wo man so eine E-Kunstflug betreiben kann, auch den typischen Kunstflug, um alle zu führen. Und um den schön zu sehen, auch bei diesem Flugzeug, sind diese sogenannten Windlets, an den Gleichschalten der Ohren, die das extrem gut verhalten, eine Menge verbessern. Und das zeigt der Meinung hier auf unserem begrenzten Flugsektor aus Instagram. Modellflug, das die Low-Air-Tankbahn für den Fußballplatz. Und das heute mit einem Verkürzungsprogramm, das geht so bis 5 Uhr, weil die Messe schließt heute schon 17 Uhr vor, nicht wie in den Tagen zuvor. Der Ultraflip fliegt spitze, man kann dann wieder ausflippen und für ihn gilt, wie für das meiste vom Modellflug, Modellflug ist spitze.